bei den Büchern. Zieh. Ach so, das ist unten. Ich dachte jetzt, da wäre eine Platte zwischen den Büchern. Kassette. Ah ja. Ah ja. Können wir bestimmt jetzt. Was haben wir hier noch? Telefon und Stuhl. Benutze Telefon. Scheint kaputt zu sein. Repariere Telefon mit. Nee, haben wir nichts. Okay. Geh zu Stuhl. Benutze Stuhl. Das klappt nicht. Dann denke ich mal, können wir hier nichts mehr groß machen. Also gehen wir zurück. Vielleicht ist ja auf der Kassette was drauf. Wenn die so schön versteckt war, könnte ich mir gut vorstellen, dass auf der Kassette irgendein wichtiger Hinweis ist. Vielleicht wo in dem Haus die nette Dame zu finden ist, die wir da eben gesehen haben bei diesem verrückten blauen Doktor. Das ist bestimmt ein böser Schlumpf. Wahrscheinlich müssen wir es wieder einschalten. Schalt ein, Kassette. Es ist leer. Na dann nimm sie wieder. Sie läuft noch. Ah, okay. Schalte aus. Und nimm die Kassette. Also irgendwas müssen wir hier noch machen. Wahrscheinlich müssen wir selber was auf die Kassette drauf machen. Was macht... Ach, das ist die Uhr. Das klingt wie beim alten... Na, beim alten Tennis. Ja, von der Atari-Konsole. Das Tennisspiel, das klang auch so. Nein, ich wollte die Tür nicht nehmen. Ich wollte, dass du sie öffnest. Und jetzt sollst du reingehen. Was haben wir denn hier Feines? Mikrowelle, Herd. Was liegt da? Taschenlampe. Die nehmen wir doch mal mit. Die ist aus. Können wir die einschalten? Die braucht Batterien. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Herd und Mikrowelle. Können wir hier den Herd öffnen? Öffne Herd. Ich bevorzuge die Mikrowelle. Okay, dann öffne die Mikrowelle. Ist da was drin? Nö, die scheint leer zu sein. Da liegen Messer. Was ist ziemlich stumpfe Messer? Aha. Dann nimm doch mal. Die sind an der Wand festgeklebt. Ja, das mache ich auch immer so mit meinen Küchenmessern. Aber da scheint noch was. Eine Kettensäge. Können wir die nehmen? Ach, die können wir nehmen. Ja, ist ja ganz natürlich, dass man seine Kettensäge rumliegen hat in der Küche. Was haben wir denn hier noch? Überall Blut oder was ist das? Blut. Nimm. Blut. Igitt. Ja. Natürlich ist das Igitt. Und was ist das? Wasserhahn. Können wir den einschalten? Oh. Ja, ich schalte ihn aber. Schalte aus. Also den Wasserhahn werde ich nur dann benutzen, wenn ich meine, dass wir ihn brauchen. Weil dieses Rauschen ist doch sehr unangenehm für die Ohren. Außerdem überdeckt es meine Stimme. Was ist das? Der Kühlschrank. Oder ist das unten Blut oder was? Nee, sonst scheint nichts zu sein. Kühlschrank, dann öffne den mal. Geh mal auf Seite, damit wir gucken können, was wir da haben. Was haben wir denn hier? Blutkonserven oder was? Ach nee, zerbrochene Ketchupflasche. Ein Salat, eine Pepsi-Dose. Oh, das ist aber Werbung. Alte Batterien. Ah, Batterien für die Taschenlampe. Und Käse. Und ich versuche jetzt einfach mal alles hier mitzunehmen. Nimm Käse. Nimm alte Batterien. Nimm Salat. Nimm Kühlschrank. Nimm Pepsi-Dose. Und nimm Ketchupfläche. Und jetzt schließen wir auch den Kühlschrank wieder. Jetzt gehe ich mal kurz vors Haus und speichere gerade mal. Nicht, dass irgendwas Blödes passiert. So. Außerdem können wir ja mit einer der anderen Personen mal reingehen. Ja, ich weiß, dass in der Küche eben noch rechts eine Tür war, aber da gehe ich mit jemand anders hin. Ich habe jetzt so viele tolle Sachen gefunden. Und jetzt nehme ich mal lieber einen der anderen Personen. Nimm mal die Razor. Gehen mit deren Halt. Ich bin hungrig. Okay. Sagt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt wüsste, wo der im Haus ist. Wäre ich bestimmt in dem sein Zimmer gegangen. Der sah nämlich sehr gefährlich aus. Und es scheint so, als ob wir wahrscheinlich in dem sein Zimmer müssen. Und jetzt hätten reingehen können, müssen, dürfen. Leider wissen wir nicht, wo das im Haus ist. Also ich weiß es nicht.
Ihr wisst es vielleicht bereits, weil ihr das Spiel kennt. Ich wollte speichern. Und das tue ich jetzt auch einmal. Ja, Spielstand erfolgreich gespeichert. Tum-ti-tum, dum-di-dum. Wo ist der Käse? Also dieser nette blaue Herr, der aussieht wie Papa Schlumpf in groß, sucht jetzt den Käse, den wir natürlich haben. Aber scheint ein gemütlicher Kerl zu sein, hat sich nicht mehr größer. Ich hoffe, der steht da jetzt nicht noch. Wir gehen einfach mal mutig rein. Aber die Küchentür scheint wieder zu sein. Also der ist jetzt hier auch weg, gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Was haben wir denn hier? Was ist Stuhl? Benutzer, Stuhl. Das klappt nicht. Was haben wir da? Kerze. Benutze Kerze. Das klappt nicht. Nimm Kerze. Das ist zu schwer. Okay, was haben wir hier? Na, ach, das ist gar nichts. Ein alter Truthahn, den nehmen wir auch mit, wenn es geht. Da liegt noch was. Verrotteter Braten. Super lecker. Ich nehme an, dass diese Kerzen auch zu schwer sind. Ja. Ist das noch was? Soßenfleck. Nimm. Ich bin doch nicht das Hausmädchen. Ja, das mag durchaus sein. Aber du förderst damit das Vorurteil, dass Punks unordentlich sind, wenn du das nicht wegmachst. Dem kannst du doch nicht... Ah, wir sind hier in einem Raum gelandet. Was haben wir da? Eine Tür, können wir die öffnen? Die Tür ist abgeschlossen. Lauter tolle Sachen. Und ein Gitter, können wir das öffnen? Es ist am Boden festgeschweißt. Nee, dann wird es sich nicht öffnen lassen. Also, was haben wir da? Eine Flasche mit Entwickler. Tentakelfutter. Wofür braucht jemand Tentakelfutter? Gut, ich nehme an für Tentakel, aber... Tentakel? Konservendosen... Ach, das ist das Regal. Ein Glas... Und Fruchtsäfte. Wir nehmen einfach jetzt mal wieder alles mit. Je mehr wir haben, desto blub. So, bin mal gespannt, was wir mit dem Tentakelfutter und dem... Was ist das andere? Entwickler. Nimm. Wir machen müssen Entwickler, Entwickler. Ist das fürs Haare färben? Oder meinen die, diese Entwicklerflüssigkeit für Fotoapparate in Dunkelkammern oder sowas wird es benutzt? Könnte ja auch sein bei diesen netten blauen Leuten, dass die sich mit Haarfarbenentwickler-Zeugs da, dieser Emulsion oder was das ist, oder im Emulgat, wie auch immer, die Haut bleichen und deswegen so seltsam aussehen. Wir gehen jetzt mal in die Tür da rein, da war ich noch gar nicht drin. Öffne. Die hat ja gar keine Klinke. Die hat wirklich keine Klinke. Vielleicht können wir... drück hier oben. Nee. Drück da. Kann man das vielleicht ziehen? Ist doch immer so irgendwelche geheimen Dinger. Geht so. Ist hier irgendwas? Irgendein Hebel versteckt? Vielleicht da oben, wo die Stings... Wo die Wand kaputt... Nein. Was haben wir denn hier nochmal alles? Wir hatten hier die Vase, die Tür. Kobold. Kobold, Vase. Scheint auch kein Schloss zu geben. Also wenn keine Klinke und kein Schloss da ist, können wir es auch nicht aufschließen. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite später hier wieder raus. Naja, ich werde es merken. Ich gehe jetzt erstmal hochgucken. Was wir hier alles noch haben. Wir haben hier auf jeden Fall tolle Bilder. Ein Bild von Dr. Fred. Das ist also der Dr. Fred. Ich dachte es mir schon. Dann haben wir hier ein Bild von Edna. Na, die sieht ja auch herzallerliebst aus. Und Stahlsicherheitstür. Und was ist das? Das ist die Tastatur. Halt. Können wir die Kobolde uns wieder angucken? Nee. Wandlampe. Schalte aus. Geht nicht. Schalte. Schalte ein. Da können wir nichts mitmachen. Wir öffnen jetzt erstmal die Tür und gehen rein. Was haben wir denn hier? Hier liegt auch wieder... Was ist denn das am Boden? Farbentferner. Pinsel. Plastikfrüchte. Was war das? Staffelei. War da nicht eben noch ein anderes Wort? Ach, da. Getrockneter lila Schleim.
Kiste und Zeichnung. Was können wir denn hier mitnehmen? Also den Pinsel bestimmt, weil er am Boden liegt. Und auch den Farbentferner. Können wir die Plastikfrüchte nehmen? Ja. Vielleicht können wir auch die Staffelei nehmen. Das kann ich nicht nehmen. Können wir hier die Kiste nehmen? Das kann ich nicht nehmen. Können wir die ziehen? Das kann ich nicht bewegen. Oder drücken? Nein, können wir sie öffnen? Vielleicht was drinne? Das lässt sich nicht öffnen. Kannst du vielleicht von dem lila Schleim was nehmen? Das fasse ich mit Sicherheit nicht an. Naja, gut. Hab dich nicht so. Nimm die Zeichnung. Das kann ich nicht nehmen. Ziehe die Zeichnung. Das kann nicht bewegt werden. Drücke die Zeichnung. Das kann nicht bewegt werden. Geh wieder raus. Gehen jetzt, bevor wir in die Tür gehen, nochmal nach rechts. Ich traue dem Frieden nicht. Wenn die Tür schon so aussieht, dann fällt sie bestimmt hinter uns ins Schloss und wir kommen nicht mehr raus. Also. Ach, Musikzimmer. Gucken wir uns erstmal um. Klavierstuhl, Klavier, Vase. Grammophon. Kassettenrekorder. Ha. Können wir bestimmt hier irgendwas aufnehmen. Auf die Kassette, die wir haben. Was liegt denn da noch rum? Eine Platte. Fernseher. Wir nehmen mal die Platte, wenn das geht. Nehmen die Platte. Und die Vase sieht auch so einladend aus. Die steht da so rum, als ob wir die nehmen könnten. Lieber nicht. Offenbar ist sie eine teure Antiquität. Also ganz ehrlich, da hat jemand eure Freundin entführt und ihr denkt daran, dass ihr vielleicht dem seine teuren Sachen kaputt machen könnt. Ne. Am besten wäre mir egal. Das sind doch so prädestinierte Stellen für versteckte Schlüssel, versteckte Rubine oder was weiß ich. So, können wir jetzt die alte Platte benutzen? Alte Platte mit dem Grammophon? Ja, es hat funktioniert. Schalte ein. Klang auf jeden Fall sehr interessant. Also ich lasse die Platte jetzt mal drauf. Mit dem Benutzerklavier. Kann man da irgendwas machen? Erst muss ich das Grammophon ausschalten. Ach, wie schön. Und ohne die Hände zu benutzen.